unbeaufsichtigte Haushaltsgeräte. Ist das eine gute Idee? Man kennt's. Schnell die Waschmaschine anschalten und schon geht's los zur Arbeit oder Uni. Was passiert aber, wenn es dann einen Wasserschaden gibt? Gerichte haben immer wieder entschieden, dass es auf die Dauer der Abwesenheit ankommt. Bist du zum Beispiel nur für einige Stunden abwesend oder übers Wochenende verreist? Bist du wirklich nur für einige Stunden weg, dann bist du im Falle eines Wasserschadens versichert. Auf der sicheren Seite bist du aber, wenn deine Wasch- oder Spülmaschine mit Aquastop oder Secure-System läuft. Mach das bloß weg und verpasst keine wichtigen Infos mehr.